Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tomo. Wir sind hier im Geisterturm stehen geblieben und wir begeben uns jetzt weiter in den nächsten Kampf. Nein, natürlich nicht, ich will keine wilden Pokémon kämpfe. Nee. Ja, falls ihr fragt, woher, warum ich mir nee sage, weil ich zu viel, nein, weil ich zu viel Yu-Gi-Oh! Bridge geschaut habe. Ja, Yu-Gi-Oh! Bridge, ja, ich mag's. Deswegen ist es auch meine Abonnements. Der Kanal dafür. Ja, Shadow Punch. Cut Games FTV. Und ich mag Joey. Zumindest in Abridged. Was können wir? Irgendwie nehmen wir ein Mikrofon. Wir haben Level 36. Und wir wollen Schnitzer lernen. Ja, natürlich lernen wir Schnitzer. Ich meine, drin ist Katzenmädchen, ey, den muss Schnitzer lernen. Hier, Kutsuki, braucht kein Schwein. Wir lernen Schnitzer stärker und hat eine Volltreffer-Bot der Hütte. Und okay, ja, ich war nur gerade etwas von meinem Timer verwirrt. Aber es passt alles. Es passt alles. Hallo? Na, du? Ja, besoffene alte Weiber, die mit mir kämpfen möchten. Die heißt hier Emilia. Die ist jetzt auch ein Merlin mit ihrer komischen Trompete, die für alle möglichen Zwecke dienen kann. Deswegen macht Rin sie einfach nur schnell mal mit dem Shadow Punch weg. Ich mag den Schattenhieb. So würde ich ihn übersetzen, ja. Schattenhieb. Schattenpunch. Vollkommen Punch. Ja. Warum bin ich jetzt gerade stehen geblieben? Und ich habe ein Sonderwurm gefunden. Ich bin gespannt, was hier statt der Trafosso, also statt dem Knobber hier, auf mich wartet. Jomo vielleicht? Nein, ich will kein Chibi, nein, ich bin nicht mal wert von mir, von Ring getötet zu werden, ey, ich meine, ernsthaft. Verschwinde, dein Dringlinger! Was kommt denn hier schönes? Das kommt wieder diese coole Geist. Geisterraum und gewinnt mit Level 30 und das ist ein Lunasa. Ja, ihr habt es gesehen, da war wieder ein Fehler im Spiel. Vielleicht sollte ich die mir aufschreiben und den den Programmierer gucken. Nein, der Programmierer ist ja den indischen, also den indischen Dinger benutzen. Ja, hier steht Lunasas Mutter wieder. Im Spiel stand der Geist bei Möglichkeiten Knogger im Kampf und das ließ ihn. Ah, diese scheiß Rocket schon wieder! Ja, wir haben Ring an erster Stelle, wir können vom Ritz ein Item runternehmen, eine Cherry Berry und Ring hat natürlich noch nichts verloren. Ich meine, wie denn auch, es sind alles nur. Was willst du? Warum bist du hier? Weil ich's kann! Deshalb bin ich hier. Einfach weil ich Bock drauf habe. Mit den Dark-Dingern. Flammrade. Ich glaube, das sind Undicht-Typen. Die Stark-Typen ist, glaube ich, ein Undicht-Typen. Und da würde ich nicht gerne Shadow Punch benutzen, da es keine Effekte dann hat. Wenn sie ein Undicht-Typen sind, ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja auch nicht alle Typen auswendig. Naja, vor allem nicht von den Tohos. Doch, Dakchi, der Typ. Typ, schon mal was von Abwechslung gehört, ey. Mein nur, ey. Okay. Die Rocket drüber über dem Sieg. Ja, gibt auch. Wir haben schon wieder keine Energie verloren. Die haben gar nichts gegeben. Ich werde das nicht vergessen. Ja, schön für dich, Typi. Und noch ein Typi. Dieser alte Typ hier ist genau in unser Versteck reingerannt. Dann sagt er irgendwas über, dass die Rocket Toho misshandelt. Also bringen wir das wie erwachsene Mensch aus. Ja. Ja, aber es glaubt ihr Trottel mir. Ich mach dich fertig,
Alter, Alter, der hat schon mit den Taktschiff-Patsch. Irgendwie sieht das süß aus. Wie ein fliegender Bubi, ey. Bin süß. Nein, ich bin Patsch immer süß. Ich glaube, das liegt daran. Ich glaube daran nichts, dass Patsch einfach immer süß findet. Tag, Chibi-Moment schon wieder. Was willst du? Meine Angriffspunkte versinken. Ich hau dir ein Flammrad drauf, ey, du Arsch. Kannst nicht machen, ey. Meine, die Rockets sind alle lame. Aber die Arena ist stark, ey. Bitte nicht mehr oder so irgendwie. Toho sind nur gut, um Moneten zu machen. Warum benutzen wir es? Warum nicht sie nicht benutzen? Halte ich es also unseren Angelegenheiten, ja, Angelegenheiten, Leute, raus, ja. Werde ich nicht machen. Du trittest hier niemanden. Du kleines Kind. Mit einem Kleid. Um es diesen Part auch noch mal zu erwähnen. Weil ich das so gerne erwähne. Und da Chibi rum ja schon wieder. Die können nix. Hier, friss Flammrad. La 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 la. Und sollte falls irgendwie mit dem Mikrofon ist nicht fast mein. Ich hab heute der Probleme. Ich habe heute leichte Probleme mit meinem Mikro. Weiß nicht woran es liegt. Auf jeden Fall habe ich habe halt auf jeden Fall wieder Rauschen. Ich hoffe, dass irgendwie an mein Audioausgang liegt. Dass es im Video nicht zu hören ist. Falls doch, tut's mir leid, Leute, und ja, ich kann da leider nichts machen. Denn ja. Wenn's da ist, ich weiß nicht, woher es kommt. Es liegt auf jeden Fall nicht am Headset für mich. Ich hab's ja ausprobiert, aber ich habe bei anderen kein Rauschen. Wie klinke ich am Emulator, falls die wirklich was ist? Wie denke ich am Emulator, aber ich kann es daran nicht ändern. Da ich mich mit dem Emulator, mit den Einstellungen und so überhaupt nicht auskenne. Nur egal jetzt, noch Flammrad, wir spielen jetzt Tormon. Rauschen dürfte, denke ich, nicht so stören. Und wir haben den Tirok-Trüppel währenddessen schon besiegt. Den Ring und alles und das ohne Energie zu verlieren. Ja, damit kommst du nicht davon. Ja, das gabst du selbst nicht, du Trottel. Mr. Fuji, hey, du bist gekommen. Ja, ich meine, du bist kein Graubel, um mich zu retten. Nein, ich bin Anker, ich bin Freiwillige hier. Ich bin hier, um den Geist von Lunas Mutter zu beruhigen. Ich denke, Lunasas Geist hat uns endlich verlassen. Ich muss dir für deine Dingens danken. Folge mir nach Hause zum Toho-Haus am Fuße dieses Turmes. Ich bin ein alter Mann und ich habe auch andere Stimmen. Ich bin halt cool. Tut mir ja, dein Ayano-Dingens-Bummen. Ja, scheiß drauf, was der Typ sagt. Gib mir einfach die Torflöte. Ja. Ja, wir können die Schildkröte damit aufwecken. Die Schildkröte will ich... Na, vielleicht fange ich einen an. Keine Ahnung. Mal schauen. Moment! Da steht Mailing. Jawo! Gesumme. Scary! Toho Filmmagazin. Monatlicher Preis fürs Zeichnen. Die Einzelung ist schon verschwunden. Sie wurde rausgerissen. Jemand muss sich schon angemeldet haben. Mailing, jao! Mailing und so aufgedreht, das gibt's nicht. Mailing schläft immer. Jo, wieder coole Mucke. Ich weiß nicht, wo ich den Soundtrack. Das ist auf jeden Fall ein Toho. Falls ihr mehr kennt, bitte schreibt es mir. Gerne. Ich habe alle Soundtracks, aber ich bin zu faul, dass ich die ganze durchhöre.
Also falls jemand weiß, Spezialisten unter euch gibt auch, sagt mir welcher wie es andere Kai ist und wenn möglich auch von welchem Spiel es ist, weil dann finde ich ihn leichter. Finde ich ihn leichter und behalten hier wieder den Schnitt in den Speed-Modus. Denn dann finde ich ihn leichter. Okay, wo gehen wir jetzt runter? Wir benutzen. Nein, wir gehen noch nicht runter. Wir, Zeit haben wir noch. Ich glaube, wir schauen uns einfach mal. Moment. Wie ging das nochmal mit Team Rocket? Waren die jetzt. Komme ich jetzt in Thiefscope rein? In Thiefscope rein? Ich weiß ja nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Egal, schauen wir einfach mal nach Saboni City. Ich denke, ich werde dann eh alle meine Toho auf Level 37 bringen. Bis zum nächsten Part hin. Ja, wir kommen jetzt rein, wie wir sehen. Aber da will ich bei weitem noch nicht rein. Und wo wir auch noch vorbeischauen könnten, den habe ich eh per Schule. Dann schauen wir, wir tauschen uns mal mit Patchouli wieder an. Bitte nehmen. Eine Beere haben wir wieder halt. Denn wir haben ja noch ein bisschen Zeit, deswegen schauen wir hier ins Kampftosho. Mal schauen, was ein Tier so angreift. Hua! Du wirst nicht in unseren Fighting Tojo durch während Dingens Typis. Ja. Dingens Typis, ihr wisst schon. Hitoshi, Schwarzgurt, möchte kämpfen und ersetzt Chibi Mailing an. Chibi Mailing hat keine Chance gegen mein Patchouli. Gatekeeper. Konfusion! Könnte ja auch mit Eier durchraschen. Ja, in den Notfalls habe ich auch noch Eier für hier. Ich meine, was wollen die gegen Eier? Nichts können die. Kechi wie Momichi. Also nicht nur Momichi dürfte auch Kampftor sein. Also einfach auch eine Position. Oh, er hat überlebt. Stitzer, der tut weh, der tut weh. Rissne Glut. Einkaufen gehen. Die geben nicht viele. Da bin ich noch ein Moment. Ich hau mal Eier raus. La 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 la. Wo ist Robin? Okay, nicht mal als Volltreffer hat es gereicht. Sie benutzt roten Schlag. Ja, Mega Speed Modus! Voll! Geil! Und die Falken Setup. Das hilft ja auch nichts! Mega Speed Modus aktivieren! Noch mehr Razor Wind! Mit Mega Speed Modus! Okay. Aber jetzt sind wir 63. Nicht viel zu Mist! Ich muss überlegen, wo ich am besten trainieren kann. Da ist noch so ein Schwarzgurt. Ich hörte, du bist gut. Zeig's mir. Ja. Wohin auch immer du das gehört hast, ich habe gerade erst einen Typ da gegenüber besiegt. Der hat nämlich nichts davon erzählen können. Und der hat ein Chibi-Mailing. Dass ich mit meiner Patchouli gleich mal fertig machen werde. Ich will im Momichi war kein Kampf. Schau, was kommt denn jetzt? Ein Mailing! Ich mag Mailing. Was ist vor? Warte, ich kann nicht. Habe ich noch nicht vor. Das ist viel wert für die Funktion. Es ist sehr effektiv. Damit ja, was soll ich? Schule erreicht Level 33, yes! Und, wow, Flammenwurf, geil! Ich mag Patchouli. Weg mit Blut, her mit Flammenwurf! Sehr schön. Und
Jeder Key wurde besiegt. Ein Schwarzblut. Und wir geben uns das Speed-Token ins Iron-Center. Auf ins Iron-Center mit Kulamoka. So, heilen im Schnelldurchlauf. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier, wenn meine Toros trainiert sind. Also bis dahin und ciao.